Eternum? Wo ist das? Da, wo die Markierung ist? Ja, neue Archive entschlüsselt. Ja, okay. Ich düse noch. Bist du schon im Hindüsen? Ist das diese Kommunikation? Ja, da vorne, ne? Ja, okay. Ich glaube, ja. Ich glaube. Ich baller da auch mal hin. Ja, mal gucken. Wir finden schon irgendwas. Oder ist es uns nicht? Oder ist es unsere Basis? Ne, da steht neue Archive entschlüsselt. Wir gucken mal. Hat Gronkh noch das Startschiff? Imagine, Tobi, imagine. Leute, die im richtigen Leben gar kein Raumschiff haben, fragen mich, ob ich noch das Startschiff fliege, weißt du? Also bitte. Das ist ja richtig. Boah. Das muss aufhören, diese Anmaßung. Richtige Systemlinge. So. Nee, das ist unsere Basis, oder? Jo, wir fliegen wieder zu unserer Basis. Hey! Boah, ist ja geil, der Planet ist geil. Kann man trotzdem mal rumfliegen. Okay, warte, ich guck mal ganz kurz. Archive nach Daten durchsuchen, der Basiscomputer. Nee, wir sind eigentlich richtig, oder? Vielleicht schicken die uns was auf unseren Communicator? Mal, wir gucken mal. Neue Archivenschlüssel. Ach nee, das kann... Doch, ist unsere Basis. Okay. Ich lande einfach mal. Und dann warte ich auf Tobi. So, Tobi, vergiss nicht, zieh dein Parkticket, ne? Parkticket brauche ich nicht. Hier ist nur bis 18 Uhr. Da musst, du musst noch zwei Stunden musst du ziehen. Da kriegt er aufs Maul, wenn er was will. Ja, gut, okay. Ist auch fair. Beruhig dich, Tobi, beruhig dich doch mal bitte. So werde ich aggressiv. Die Situation, die eskalieren, Tobi. Atme. Doofkopf dreht durch. Neues Windows-Update. So, Archiv wiederhergestellt, encrypted. Okay. Den Wiederherstellungsschlüssel eingeben, um fortzufahren. Okay, der Wiederherstellungsschlüssel ist, glaube ich, Echo, ne? Ich probiere mal. Archiv wiederhergestellt. Ja, das war ja hart. Den Wiederherstellungs... Ach so. Reisender. Archiv wiederhergestellt. Okay, ich weiß nicht genau, was ich hier mache. Reise. Mach ich das richtig? Wir haben jetzt das Tutorial beendet. Okay. Aber ich verstehe nicht. Finden. Tobi, ich weiß nicht, was ich mache. Ich wähle einfach Worte und dann passieren Dinge. Woher? Ist das hier Brute Force-Verfahren oder was? Oh je. Entität. Woher Entität? Ich versuche einen Satz zu formulieren. Der, du, da mache ich wieder Echo. Okay. Handel, finden. Ich will ja finden. Archiv unlocked. Tobias, ich bin ein Hacker. Krass, krasser Typ. Ja, Mann, hey. Wow. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Piu. Bam. Was für ein Dude. Ja, Mann. Neue Daten verfügbar. Archive durchsuchen. Das sollen wir ja auch machen. Eintrag 4925. Ja, warum nicht? Ich nehme jeden Eintrag. Mir ist egal. Mein heute noch Streamer, morgen schon beim CIA. Hey. Einfach krass, der Typ. Einfach das Video als Bewerbungsunterlage schicken. So, mein Exo-Anzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff geführt. Kruscht. Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe und ich muss davon ausgehen, dass es mir gehört. Kruscht. Ich kann mich aber weder daran noch an etwas davor erinnern. Zusätzliche Daten verfügbar. Bauprotokolle wiederhergestellt. Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Ich weiß nicht, warum die KI so klingt. Ich habe keine Ahnung. Hat ein schweres Leben. Basistechnologiedaten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen.
Pläne für das Solarmodul wiederhergestellt. Gut. Sehr gut. Tobi, wir können Solarmodule bauen und eine Batterie. Oh, nice. Das wollten wir doch. Das heißt, wir können unser Inventar immer anlassen. Ja. Nice. Ja. Geil, Solarmodul bauen? Ja, sicher. Ich baue ein Solarmodul, das geht eher so. So. Wir brauchen 30 Gold. Hab ich. Brauchst du? Soll ich rausholen oder hast du auch? Wir müssen es, glaube ich, eh... Musst du es dann abbauen? Wir müssen es beide bauen, glaube ich, oder? Ach, oh ja, gut, okay, dann gehe ich auch gleich in das Ding mal ran. Weil wir kriegen ja nie Gruppenerfolge hier. Ruhe da oben! Ehrliche Bürger wollen schlafen! Gott, Tobi, ich hasse unsere Nachbarn. Die sind immer so laut. Außerdem fliegt der... Unrücksichtslos einfach. Der fliegt Diesel ohne Feinstaubplakette, Tobi. Was soll ich jetzt tun? Ich zeig den an. Das ja, reicht mir ja, langsam. Ich find, ruf beim Ordnungsamt an. Ich finde, ja, so geht das nicht. Ja, irgendwann ist das Maß auch mal voll. Hier auf Mallorca. Ja, Tobi, wenn du Gold hast, nehme ich gerne, ne? Also wenn du... Ey, Tobi, geil, hast du Gold? Oh, Tobi. Warte. In meiner Kiste, Moment. Geil. Wie viel brauchst du? Oh, Tobi, deine Kiste ist die schönste. 30 brauchen wir. Oh, ich gebe dir dann einfach mal komplett... Ja. Gott, wie war das nochmal? Ich muss auf draufklicken? Nee, nicht draufklicken. Schnellübertragung und dann genau, auf X klicken. Genau. Dankeschön, Tobi. Geil. Geile Scheiße. Ich hoffe, du kannst das Ding dann abbauen oder ich kann es abbauen und gebe dir den Zutaten oder so. Ja, ich habe, glaube ich, die Mission gar nicht bekommen, oder? Hast du die jetzt weitergemacht und das hat doch gezählt? Warte mal. Also ich habe jetzt mit... Wo war das Ding? Hier bei dir. Interagiere mit dem Basiscomputer, um die Archive zu durchsuchen. Ja, genau, das ist das hier. Das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Hier. Bei mir hier drüben. Gucke. Nein, andere Seite. Hier drüben. Hier. Hilfe, hier. Tobi, hier. Hier drüben, Tobi. Ach, da. Hier. Ja, alles klar. Ja. Und dann musst du einfach Worte random wählen. Bis es klappt. Ich warte mal auf dich. Du bist aber egal, was man da sagt. Ach, nee, kann ich gar nicht, weil ich kann nur Basis als unangemessen melden machen. Oh nein, du brauchst eine eigene Basis. Ich bin gleich wieder da. Oh mein Gott. Hä? Der Dotz, dankeschön. Vielen Dank. Hier sind neue Daten. Dankeschön, der Dotz. Vielen Dank für die Daten. Vielen Dank. Der Dotz hat gerade 50 Daten rübergeschickt, Tobi. Hä, krass. Das ist ein Datensatz, mit dem kann ich was anfangen. Wenn du nicht da gewesen wärst, wären 100 gewesen. Ja, das kann... Ja, wahrscheinlich ja. Da wäre das Spiel auch besser. Oh, das... Okay, das ist aber mega Shit mit der eigenen Basis. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz, keine Ahnung. Ja. Dass du mich hier nicht mit reinnehmen kannst oder so, das ist total dämlich. Müsste irgendwie so Gilden machen können oder so, ne? Sowas in der Richtung zumindest. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Vor allem will man Erfolge auch zusammen erleben. Aber na gut. So. Ich komme wieder. Oh. Oh, ich hab keinen Treibstoff mehr. Ah. Tobi, ich bin jetzt Forschungsreisender. Das. Du kannst ja auch nichts im Umkreis machen, ne? Nee, ich muss jetzt ein ganzes Stück weiter wegfliegen. Das heißt, ein ganzes Stück wahrscheinlich. Ich glaube, am Ende von der Insel hier vorne müsste das eigentlich gehen. Nein, verlass mich nicht, nein. Dann geh doch, du Scheißkerl. So. So. Jo, hier ging. Okay, cool. Pass auf, dann mach ich hier. Ich mach das so lange mal fertig, baue die wieder ab und komm dann zu dir. Das ist aber echt kacke. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Okay, Batterie kann ich bauen. Du hast mir dein ganzes Gold gegeben, ne? Ich brauche gleich Gold wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich mach erstmal hier den hier. Warte, dann muss ich elektrische Verkabelung. Ich will nur mal kurz was testen. So.
kann ich das so machen und dann kann ich die Verkabelung, kann ich die da wieder trennen, die Verkabelung? Nee, das geht nicht. Ich will nur mal kurz gucken, wie man Sachen trennt. Magnat Gronk. Wie kann ich eine Verkabelung trennen? Y, C und dann X. Ach, platzierte Teile bearbeiten. Ach, das ist zufällig, was man bekommt. Ach so, okay, ich habe jetzt gerade die Lagerbehälter bekommen. Oh, okay. Aber die hat Erik doch schon beim letzten Mal bekommen. Oh Gott. Oh, das ist aber gefährlich mit der Verkabelung. So, die Batterie wird aufgeladen. Dann würde ich das alles an der Batterie anschließen. Nein. Nein, Mann. Y, C. Und dann hierauf. Zielteil, elektrische Verkabelung, X. Okay. Gut, dann hier. Die Batterie dann noch ans Portal anschließen. So. Jetzt läuft alles über die Batterie. Das müsste besser laufen. Hoffe ich. Solarmodul erzeugt 0. Das mit der Batterie ist super. Theoretisch könnte ich sogar zwei zwischenschalten. Oder es ist eine Armada an Batterien und dann kann man das aufpumpen und dann hält das hier hoffentlich sehr lange. So. Ich warte nochmal kurz. Gibt es hier irgendwo Pflanzen? Ja, da drüben sind Bäume und so, ne? Ich weiß, ob es bei dir welche gibt. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Am anderen Ende von der Insel. Ich brauche Sauerstoff. Was sind das hier? Das ist nur Kohlenstoff. Das geht, glaube ich, Sauerstoff geht, glaube ich, nur. Ja, das geht nur bei gefährlichen Flora, ne? Da muss diese grünen Leuchten muss dann abbauen. Was übrigens eine gute Idee ist. Wir brauchen hier immer Sauerstoff. Sauerstoff, der Powerstoff. Turbinator, der großzügige, eine gefährliche Pflanze getötet. Ich stürze mich wieder ins Abenteuer. Krass, du lebst am Limit. So. Baut ihr auch eine Farm? Ich würde gerne was bauen. Aber ich würde dazu erstmal einen geilen Planeten finden. Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte gerne so einen geilen Grünplaneten irgendwie. Ja, irgendwas Paradiesisches auf jeden Fall. Ja, genau. Etwas, was uns eben entspricht. Und das was kann, paradiesisch ist, ja. Genau, das kann nur paradiesisch sein. Ach guck mal, dann läuft der Tobi. Ja, du bist ja gar nicht so weit weg. Nee, ich musste nur ans andere Ende der Insel gehen. Aber ich find's immer noch ein bisschen komisch. Kann man keine Base zusammenbauen? Gute Frage. Momentan sieht's irgendwie nicht danach aus. Ich meine, dass man die Quests getrennt machen muss, okay, verstehe ich vielleicht noch ein bisschen, aber dass man eine Base zusammen hat, wo jeder die gleichen Rechte, sag ich mal, hat, geht das nicht? Warum steht hier Turbinator? Hä? Hä? Tobi, hast du hier was? Ist das hier markiert von Tobi vielleicht? Ach, so ein Ping. Ah, okay. Hast du die Base hier markiert? Vielleicht nicht, dass ich wüsste. Vielleicht, dass du hergeflogen bist oder so, eventuell. Könnte sein. Ja, das kann sein, dass ich im Weltraum noch war. Ja, das kann sein. Ah, okay. Ich bin verwirrt. Also alles wie immer. Okay, wir können nebeneinander bauen, aber jeder braucht seine eigene Base. Ja, okay. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sad. Irgendwie schon. Ich verstehe, Multiplayer wurde später reingebaut und so, ne? Aber irgendwie ist es so ein bisschen so, okay. Man kann in den Einstellungen einstellen, dass Freunde die Base bearbeiten können. Okay. 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 Ja, gut, okay, das ist ja schon mal wieder besser. Das finde ich schon wieder gut. Ja. Ich dachte, Leute, Mainquest. Aber was gehört dazu? Wir müssen ja die Solarkrams müssen erbauen. So. So, was fehlt jetzt noch? Metallplatte. Oh Gott. Ich guck mal kurz beim Netzwerk. Kann Basisteile hinzufügen? Jeder. Da mache ich lieber Gruppe und Freunde.
Nee, lieber nur Freunde, oder? Gruppe und Freunde. Aber wir sind ja eh nur Gruppe und Freunde. Ich glaube, das ist okay. Du kannst bei mir Basisteile hinzufügen und entfernen. Das müsste gehen. Aber das ist irgendwie nicht dasselbe wie eine eigene Basis. Nee, nicht so wirklich. Naja. So. Didi. Wie passt eigentlich rein, so Batterie? 19% der Sir, ein bisschen was, ne? Sehr gut. Das nächste Mal, Tobi, das nächste Mal sammle ich Gold. Kann man zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Solarfeld baut, und Leute können ja Teile nutzen. Also angenommen, wir bauen jetzt ein Solarfeld, können beide Basen damit gespeist werden? Solarfeld bauen, dann Batteriefeld davor bauen und dann einfach die Basen da anbinden. Damit wir so gemeinsame Sachen gemeinsam nutzen. Okay, das geht. Okay, ja, nein. Weißt du, warum frage ich eigentlich? Der Chat als Informationsquelle ist de facto wertlos. Es tut mir leid, das so deutlich sagen zu müssen, aber... Wie sieht's denn in den YouTube-Kommentaren aus? Ja, nein. Okay. La. Ich warte gerade noch auf Dingens. Ich warte gerade noch auf die Sonne. Müsste aber gleich soweit sein. Turbinator, der Großzüge hat einen Lagerbehälter hergestellt. Ja. Das Lager behält er. Oh Gott. Ich würde dir empfehlen, als Lagerbehälter, welche Nummer hast du hergestellt? Ich habe keine Ahnung, ich habe das Ding einfach hingestellt. Erstmal, ich guck gleich. Du solltest hier 0 herstellen, weil das ist nämlich das, was du hier einsortiert hast dann. Hast das drüben auch. Muss man das, bevor man das Ding baut, auswählen? Ja, du kannst ja bei Lager bauen, hast du so Lagercontainer mit 0, 1, 2, 3, 4, so vorne drauf gedruckt. Und du müsstest die 0 auswählen, dann hast du das, was du hier reingelegt hast, auch drüben drin. Ich glaube, ich habe sogar 0 gebaut. Nein, er hat sein eigenes Lager. Ja, er hat hier die 0 benutzt. Mit seinem eigenen Lager. Und wenn er jetzt noch eine weitere 0 baut, sind seine Sachen da wieder drin. Weil die verlinkt sind. Ich kann aber nicht an Tobis Sachen ran. Bei mir werden andere Sachen hier angezeigt. Und wenn ich mir woanders jetzt eine 0 baue, da drüben, dann kann ich auf diese Sachen da zugreifen. So. Solarmodul. Nein, jetzt habe ich auch das. Ach. Solarmodul habe ich jetzt auch. Achso, ja, oh, ja. Okay, ja gut, cool. Dann easy. Batterie, ja, Solarmodul erzeugt gerade 25 kein Plans. Und ich habe 13 kein Plans jetzt schon in der Batterie. Das ist geil. Aber ich glaube, wir haben. Das ist nicht Hauptmission, ne, was wir hier gerade machen mit der Basis. Nee, oder? Das war eine Nebenmission, die sich davon abgeleitet hat. Warte mal, ich schaue nochmal ganz kurz ins Protokoll. Basiscomputerarchive. Allein inmitten der Sterne sollen wir als nächstes machen. Okay, warte. Wenn ich schon mal hier bin, ich frage nochmal ganz kurz den Basiscomputer, ob es was Neues gibt. Nur weil wir gerade da sind. Der hatte noch irgendwas. Komm mal wieder rübergeflogen. Jop. Wobei, du musst bei dir auch an dein Archiv ran, ne? Hab ich schon. Ich habe jetzt das Solarmodul, das baue ich jetzt aber noch nicht, weil ja, das ist grad, du hast das ja hier vorne erstmal. Dann geht's aber direkt wieder weiter. Archiv unlocked, da geht gleich das nächste weiter. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Daten wiederhergestellt, 27%. Archive durchsuchen. Eintrag 4925X folgt. Ich werfe einen Blick zurück auf mein Schiff. Es ist nur mehr ein kleiner Punkt. Krsch, durchstreife diese Ebenen jetzt schon seit Stunden, aber es fühlt sich so an, als würde ich den Bergen nicht näher kommen. Krsch, blicke in den Himmel hinauf. Zusätzliche Daten verfügbar, Bauprotokolle wiederhergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Okay. Exo-Anzug-Technologiedaten extrahiert. Pläne? Oh, Tobi, du sollst bei dir an der Base auch nochmal rangehen. Ja? Ja, weggehen. Was gab's denn jetzt? Lebenserhaltungsmodul mal 1. Lebenserhaltungsmodul B, Klasse B. Okay. Da ist es.
signifikantes Lebenshaltungs-Upgrade. Der B-Klasse. Hä? Okay, jetzt stehe ich wieder. Ein signifikantes Upgrade für das Lebenshaltungssystem. Starte den Upgrade mit E. Okay, und das hier ist ein beträchtliches Lebenshaltungs-Upgrade. Naja, ich baue es mal ein. Wir werden es brauchen können, da mal zwei. Ich glaube, das reicht. Kombiniert sich das hier, wenn man die drin hat? Wahrscheinlich ja, ne? Lebenshaltung sagt plus 10. Aber das hat nur plus 8. So. Plus 14, okay. Plus 8, plus 10. Boah, das hier ist irgendwie, scheint mir, scheint nicht so geil zu sein. Okay, naja. Naja, 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 naja. Egal, aber wir haben's. Hm? Ach, da ist er ja. Tobias! Ja, 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 ich bin hier, ich bin hier. Ich hab gerade mal kurz geguckt. Ja, also ich kann an deinem Ding hier immer noch nichts machen, aber ich kann jetzt hier Sachen, glaube ich, bauen. Okay, okay, okay. Das ist alles sehr weird. Ja, das ist, vielleicht können wir eine Base bauen, die so aussieht wie eine gemeinsame, und dann müssen wir irgendwie mit eigenen Zimmern oder eigenen Ost- und Westflügel machen. Dann muss die aber sehr groß werden, weil ich kann meinen Computer nicht direkt hier hinstellen. Guck mal, wie weit ich jetzt laufen musste, bis ich den da hinten hinstellen konnte. Ich sehe das gar nicht, wo das ist. Ja, ganz, ganz da hinten in die Richtung hier, ganz nach da vorne. Okay, ach da hinten, ah, so in dieser Punkt habe ich da markiert, okay. 816, 800, okay, wow, das ist okay, na gut. Dein Jetpack brennt übrigens die ganze Zeit. Ah, deins auch, cool. Aber da haben wir den gleichen Bug. Nice. Tobi, lass mal kurz Rücken an Rücken stehen. Warte. Und jetzt gerade brennt es bei mir gar nicht. Bei deinem. Achso. Aber warte. Ah, schade. Ich dachte, dann können wir hier so. Aber das sieht man, glaube ich, bei keinem anderen, ne? Nee, ich dachte, wir können nicht. Unsere Furze nicht mehr. Wir können unsere Furze kombinieren. Zu einem Gigafurz. Ich muss hier weg, Tobi. Weißt du noch eben gerade, als er noch Natur war auf der Insel? Gut. Okay, dann lass mal kurz gucken. Alleine mitten in der Sterne, die Weltraumanomalie, die Suche fortsetzen. Dann machen wir mal das. Setze die Suche nach Artemis fort. Okay. Ich glaube, du musst allein mitten in der Sterne nehmen, ne? Den Fernsender erreichen. Warte mal, ich habe jetzt die Weltraumanomalie. Anna und Polo genommen. Werden Kontakt aufnehmen und über die Ereignisse ihrer Suche sprechen. Wähle allein inmitten der Sterne in deinem Missionsprotokoll. Steht bei die Weltraumanomalie bei mir. Okay, ja gut, dann machen wir alleine mitten der Sterne. Lokalisiere einen Fernsehsender. Ich fliege nach RTL. Ja, ich habe auch einen Fernsehsender gelesen. Let's go. Mal gucken. Irgendwer wird uns schon nehmen. Ich frage mal Ingo Lensen. Ja. Okay. Wo hat er den denn entdeckt? Da. Astro TV. Nein, bitte nicht. Oh, geil. Ja, gleich ein paar Karten legen. Nein. Tobi, let's go. Ist das das Rote da vorne, wo wir hin müssen? Ja, ne? Ja, genau, genau, genau. Der Holoterminus. Erik, willst du mal meinen Holoterminus sehen? Sieht es aus wie ein kleines Sternchen, das atmet? Was? Hä, weiß ich nicht, das war einfach. Wie Patrick. Patrick Starfish. So, ach, die Eisinsel wieder, natürlich. Hä, warum hört man Impulsflugdinge manchmal auf? Ist das bei dir auch? Das weiß ich nicht. Achso, doch, das hatte ich auch mal. Ich weiß aber nicht genau warum, weil du irgendwas anderes markiert hast, wahrscheinlich. Das Problem hatte ich auch mal. Oder es ist irgendwie manchmal Desync. Ich glaube, er hat mir Shirt verkauft. Ich hatte das Problem auch mal. Ist das hier? Ungefährer Standort. Ich lande hier einfach. So.
minus 61 Grad da draußen, was? Ja, ja, ja. Ich mache mir die ganze Zeit schon warme Gedanken. So. Okay. Warte mal. Okay. Oh, was ist denn das? Achso. Welche Knollen? Ja, gut. Dann weiter. Oh, gibt Sauerstoff drin. Geil, nehme ich mit. Okay, ist nur Verlietstaub. Enttäuschend einfach. Weißt du, wo wir hin müssen? Irgendwo in diese Richtung hier. Ich nehme ein bisschen Ferritstaub mit, weil ich glaube, ich brauche mal wieder eine Ladung. Also ich brauche wieder, ich meine, ich brauche ein bisschen Benzin. Benzin? Ja. Oh, mal, das hier. Ja. Pistheit. Tobi, du bist tight. Ich pisse tight. Oh, die geben Sauerstoff, nice. So ein Geräusch. Gräbt er sich in den Boden? Das ist illegal. So. Ich find's gut, wenn man auf dem Planeten landet und erstmal alles wegschießt und einsammelt. Ja, absolut. Absolut. Das ist legitim. Wir nehmen ja Proben für die Wissenschaft, damit wir den Planeten besser einschätzen können, um besser auf ihm zu wohnen, zusammen mit der Natur. Du, ganz ehrlich, wenn hier niemand ist, der uns stoppt, dann kann es auch nicht illegal sein. Das ist richtig. Da hast du völlig recht. Ja. Ja. Wo kein Gesetz, da keine Gesetzlosen. Richtig. Ja. Keine Gesäßlosen. Du bist doch gesäßlos, du bist so ein Roboter. Oder ist das ein empfindliches Thema bei dir? So. Ja, okay, in diese Richtung. Bist du schon da? Nee, nee, nee. Ich lauf dir hinterher. Ich weiß nämlich gar nicht, das soll irgendwie diese Richtung hier sein, aber... Ne? Oh, ist das hier unten? Oh, guck mal, was da unten gibt, Erich. Ne, irgendwie da lang. Oh geil, die schnapp ich mir. So. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Müssen wir da unten hin? Nee, glaube ich nicht. Das sieht viel zu unauffällig aus. Okay, gehen wir weiter. Ja, wir gehen einfach weg.